Hi ihr Lieben, von mir gibt's heute einen neuen Poetry Slam, motiviert durch einen total lieben Kommentar unter meinem letzten Slam. Und der Slam befasst sich mit der Partnersuche, inspiriert durch ein Gespräch mit einem Kollegen. Teil 1. Teil 2 ist nochmal meine persönliche Erfahrung mit dem Thema. Das heißt, schaut euch gerne jetzt den ersten Teil an. Und bleibt dran für den zweiten. Los geht's. Neulich hatte ich's mit einem Kollegen, der bei meiner Aufsicht war zugegen, über das gefürchtete Durchschnittsleben. Für ihn ein Graus. Haus, Elternschaft, Ehe. Danach stehe ihm nicht der Sinn. Nach einer Gefährtin sehnt er sich dennoch. Raus aus dem Loch der Einsamkeit. Aber mit der Zeit und dem Vorbeiziehen der Jahre, dem sich Lichten der Haare, wird es immer schwerer. Der Datingmarkt immer leerer? Vielleicht fehlt Ü30 nur die Plattform. Analoge Begegnungen eher nicht mehr die Norm. Wer also nicht auf Online-Dating steht, hat scheinbar verloren. Wobei Männer, wie ich finde, weniger Grund haben, sich zu beschweren. Daten Sie doch gern auch mal 10 Jahre drunter oder drüber. Die hübsche 20-Jährige, da gehe ich mal rüber. Die hat wahrscheinlich auch kein Gepäck in Form von Ex-Männern oder Kindern. Die kennt sich aus mit Tindern. Ist also auch für kurzen Spaß zu haben. Und malt sich nicht in schönsten Farben schon unsere Traumhochzeit aus. Mit rosa Blumenstrauß und Mr. Perfect als Mann. Doch irgendwie und irgendwann hätte doch gern jeder Frau und jeder Mann jemanden an seiner Seite, mit dem er reden kann. Dem er vertraut. Dem er verliebt in die Augen schaut. Mit dem man auch laut streiten kann. Um sich dann wieder zu versöhnen und gemeinsam den Freuden des Lebens zu frönen. Für Mann ist das laut Kollegen aber gar nicht so einfach, sich eine passende Partnerin zuzulegen, da Frauen sehr genaue Vorstellungen pflegen von potenziellen Begleitern an ihrer Seite. Sie sollen laut ihm die volle Bandbreite abdecken. Schwächen sollte man zumindest zu Beginn sorgsam verdecken, sonst würde man schnell in der Freundschaftsecke feststecken. Und da will bekanntlich keiner landen. Abhanden kommt nämlich so das Selbstvertrauen, wenn Frauen immer nur befreundet sein wollen. Aber vielleicht sind die ach so tollen Objekte der Begierde, die Neugierde und das Begehren gar nicht wert, weil sowieso für diesen Mann verkehrt. Augenhöhe ist das A und O, denn nur so, da sind sich der Kollege und ich uns einig, lässt sich der Lebensweg gemeinsam beschreiten, sei er noch so steinig. Doch wo findet man den richtigen Menschen? Muss man sich erst durch 1000 schlechte Dates kämpfen? Für manche scheint das so zu sein. Und nach dem 100. Mal Nein zur falschen Person wird der Ton immer rauer. Die Mauer nach außen immer undurchdringlicher. Hoffnung immer unwiederbringlicher. Das Patentrezept scheint es nicht zu geben. Vielleicht ist es wie mit allem im Leben. Man muss ausdauernd bleiben. Sich nicht aufreiben an den Dingen, die nicht zu funktionieren scheinen. Klar darf man auch mal weinen. Aber sich nicht hängen lassen. Hören wir auf, Angst davor zu haben, den richtigen Moment zu verpassen. Lasst uns stattdessen in uns vertrauen. Wir können auf uns selbst bauen. Lasst uns den Augenblick genießen. Feste mit Champagner begießen. Zuversicht bewahren, dass wir in unserem Leben neben all den Enttäuschungen auch immer unendlich viel Schönes erfahren. Das war mein Teil 1 und den Teil 2 gibt's, wenn ihr dran bleibt bzw. weiterklickt.